cold. Just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings. Oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. Oh, can we give it one more time? Wird langsam kalt in der Garage. Das glaube ich. Das ist nicht gut, wenn es in der Garage so kalt wird. Da musst du immer ordentliches Dämmmaterial kaufen. Das ist das eine Dämmmaterial. Das andere ist aber auch, durch die Kälte, die da Einzug hält, habe ich mega trockene Lippen gekriegt. Und soll ich dir mal sagen, was da geholfen hat? Hau mal raus. Ich habe das gleiche Problem, und das ist immer mega unpraktisch. Ich hau mal raus. Oh, guck mal, das ist ja Darth Vader. Das ist Darth Vader, ganz genau. Und der macht jetzt meine Lippen geschmeidig. Na, probier mal aus. Ah, ich hab den Trick gefunden. Ja. Oh, das glitzert. Und das, fuck, das riecht echt nach Vanille. Boah, riecht das nach Vanille. Aber soll ich dir mal sagen, was auch hilft, gerade bei dieser Kälte, wenn man sich ein richtig schönes Bad gönnt. Und da habe ich nämlich zufällig was mitgebracht, und zwar diesen wunderbaren Stormtrooper Badeset-Kasten. Das ist mit ganz vielen coolen Sachen drin, nämlich ein Luferschwamm. Das sieht viel cooler aus, vor allen Dingen, du siehst es halt auch nicht, wenn das Ding zu schnell dreckig wird. Weil man sich vielleicht doch ein bisschen seltener wascht, als man das machen sollte. Dann habe ich natürlich auch hier das Perfekte, und zwar Star Wars Body Wash. Damit kannst du deinen Körper reinigen. Und für danach... Warte mal, ich kann gar nicht definieren, was das riecht. Ich hoffe einfach, ach so, das ist auch noch richtig. Oh Gott, wenn alte Leute gucken. Ein bisschen Zitrus oder sowas auf jeden Fall. Zitrone, also irgendwas in die Richtung. Ja, aber das meiste Zitrone, oder? Auf jeden Fall, wenn dir dann danach die Haut trotzdem immer noch ein bisschen trocken ist, und weil gerade im Winter ist das ja wichtig, seine Haut auch geschmeidig und feucht zu halten, gibt es dazu auch noch die passende Bodylotion. Das macht sich auch gut auf jeden Fall mit schwarz-grau, sehr neutral, kannst du in ein klassisches weißes Badezimmer stellen, aber auch in ein modernes, besonders schick natürlich, wenn man große schwarze oder große Graufliesen hat, aber das passt in jedes Badezimmer. Und wenn du jetzt nicht so der Typ fürs Duschen bist, so wie ich, manchmal möchte man ja auch ein bisschen die Beine lang machen und sich entspannen, dann gibt es auch noch, wenn ich sie dann rausbekomme, diese wunderbare Stormtrooper Badebombe. Wenn du die in das Wasser legst, dann explodiert sie, wie der Todesstern in Episode 4 und 6. Der Todesstern ist oft explodiert. Ja. Und viele Stormtrooper haben dabei ihr Leben gelassen. Deswegen ein kleiner Schweigemoment für alle Stormtrooper. Gibt es hier eine Handcreme? Zeig mal. Es soll sich mit Lotion einreiben. Ich bin ja gar nicht so der Fan von Handcreme. Warum nicht? Aber vielleicht ist das der Grund, warum Darth Vader mal Handschuhe getragen hat. Vielleicht hat er diese Handcreme auch gebraucht. Vielleicht hätte die auch ein bisschen was für seinen Hautton im Gesicht gemacht. Wäre dann nicht so blassen Ton gehabt. Oder für den Imperator. Der Imperator hätte vielleicht mal Faltencreme benutzen sollen. Also, wenn ihr diesen tollen Darth Vader als Lippenbalsam, dieses wunderschöne Empire Handcreme-Set oder dieses Sturmtruppen-Männerbade-Geschenkset haben wollt, dann geht einfach in die Videobeschreibung, klickt dort auf den Link zu unserer Landingpage und dann kannst auch du ein hübscher Imperialist sein. Kommentieren, teilen und liken und abonnieren. Auch das. Teilen, liken, abonnieren. Dieses wunderbare... Aua. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwei Männer, eine Meinung. Heiner. Voll auf die Klötzer. Hier, eine Rückseite von etwas. Ich bin ein Stormtrooper. Au, aua, meine Nase. Nein, wir wollen hier keine Jedi. Buh, Ernst. Hallo, ich bin ein Stormtrooper Badeset. Und ich schieß immer daneben. Matt Eagle. Weißt du, was cool wäre? Das ist nicht das... Diese Badebombe. Sarah, wer bist du denn? Ich bin das Publikum. Sarah sollte das Publikum. Das ist das Badset, das ich suche. In die Kamera halten kann? So wie das die Influencer machen? Nee, wenn du es... Nee, ja genau, Influencer machen das so. Ich mach das auch mal. Hallo, kauf mich. Dann könnt ihr es jetzt gewinnen. Die Badebombe ist schon wieder rausgefallen, oder? Männer-Bade-Gift-Set.
dann geht einfach in die Kommentarfunktion. Warum sage ich immer Kommentarfunktion? Schneidet das raus. Lass es drin.